Zuseherinnen an diesem spannenden Vormittag zu einer Stunde Wahlanalyse mit Professor Reinhard Heinisch. Viele Menschen blicken seit den frühen Morgenstunden nach Amerika. Die US-Wahl wird zu einer Zitterpartie. Inzwischen ist die Stimmabgabe beendet, aber die Wahl ist noch längst nicht entschieden. Ob Donald Trump weitere 4 Jahre im Weißen Haus bleibt oder ob er die Koffer packen muss und Joe Biden einzieht, ist noch völlig offen. Danke, Herr Heinisch, dass Sie heute trotz durchwachter Nacht zu Gast bei uns sind. Sie lehren an der Universität Salzburg vergleichende Politikwissenschaft. Sie haben lange in den USA gelebt und sind ein profunder Kenner der US-Politik. Damit Sie zu Hause auch wissen, wer wir sind, ich darf Dr. Martin Stricker begrüßen. Er ist Korrespondent für die Salzburger Nachrichten in Brüssel und jetzt zur Wahlberichterstattung in Salzburg. Guten Morgen, Martin. Guten Morgen und ich darf Ihnen noch Gudrun Doringer vorstellen. Sie ist die Chefin des Ressorts Außenpolitik der Salzburger Nachrichten. Und dann gehen wir gleich in die erste Frage. Was uns jetzt alle bewegt, Herr Heinisch, was wissen wir denn und was wissen wir nicht? Wir wissen, dass wir vieles nicht wissen. Es gab vor der Wahl 2 Modelle. Das eine Modell war, es wird ein großer Wahlsieg für Biden werden oder es wird knapp und dann werden wir an den, Amerikaner nennen es einen Nail-Biter, also die werden die an den Nägeln kauen, bis die letzten Stimmen gezählt werden. Das sind die Briefwahlstimmen. Und dann gibt es noch eine Fortsetzung zu dieser Geschichte, nämlich die Anfechtungen. Und da gab es dann noch eine Befürchtung dazu, dass sich Donald Trump am Wahlabend als Sieger erklären wird und von vornherein versuchen wird, diese noch zu zählenden Briefwahlstimmen verächtlich zu machen. Und genau das ist eigentlich eingetreten. Also von den 2 großen Vorhersagestories ist eine eingetreten. Jetzt kann man sagen, man hat 50-50, für eine ist passiert. Und dadurch gibt es eine riesige Herausforderung für das amerikanische System, das ja ohnehin unter großen Druck ist und das hat also jetzt eine Bewährungsprobe, weil natürlich die Institutionen jetzt hier liefern müssen. Und da gibt es natürlich viele mögliche unschöne Szenen. Da gibt es sicher auch vieles, was bei vielen Bürgern und Bürgerinnen nicht verstanden werden wird, auf beiden Seiten, muss man sagen. Und natürlich versuchen die Akteure, beide, aber Donald Trump natürlich viel stärker, weil das auch viel besser kann, das Erwartungsspiel zu spielen, hier ein Erwartungsmanagement zu betreiben, um damit Fakten zu schaffen. Und in dieser Situation befinden wir uns jetzt. Die Schlüsselstaaten sind nicht ausgezählt noch. In diesen Schlüsselstaaten gibt es Briefwahlstimmen. Aber man muss auch immer wieder den Sehern das sagen, man muss das vergleichen mit der EU-Wahl in Europa. Jedes Mitgliedsland der EU hat ein eigenes Wahlsystem und so hat jedes Bundesland dort in den USA ein eigenes Wahlsystem. Die haben unterschiedliche Regelungen und jetzt ist die Frage, ob diese Regelungen alle rechtskonform sind, verfassungskonform sind. Da gibt es Anfechtungsmöglichkeiten natürlich und in Corona-Zeiten haben viele Bundesstaaten ihre Briefwahlmöglichkeiten ausgeweitet und jetzt gibt es natürlich Anfechtungen und die Vermutung ist, dass in diesen Swing States die Demokraten eher bei der Briefwahl hingegangen sind und die Republikaner bei der Urnenwahl dabei waren. Ob das so ist, wissen wir nicht genau, aber das ist die Vermutung und da könnte sich das wieder umdrehen zugunsten von Biden, weil er ja relativ knapp dran ist, diese Marke von 270 Wahlmännerstimmen zu bekommen. Und jetzt muss ich da kurz einhaken, ja. Was bedeutet das für die Stunden und Tage, bis wir tatsächlich ein Ergebnis, ein gesichertes haben? Vermutung Freitag, dass wir am Freitag da mehr wissen. Es wird aber auch Versuche geben, diesen Auszählungsprozess zu stoppen eventuell. Also das ist auch eine Möglichkeit. Das geht jetzt zu Gericht und bei den Gerichten sind beide Seiten ja mit Anwälten bewaffnet. Die werden sicher auch schon sich die Argumente überlegt haben. Das geht nicht auf Basis von rechtlichen Anfechtungen. Und da ist die Situation auch wieder von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Aber ob das dann auch wirklich angefochten werden kann, das entscheidet jetzt nicht einfach der Präsident, sondern dort entscheidet das die Bundesländer, also dort die Staaten. Und die Staaten, wenn das jetzt Gouverneure sind, denen die Verfassung heilig ist, dann respektieren sie das Votum und ihre eigenen Gesetze. Wenn diese Gouverneure, diese Landesregierungen das anders sehen, können sie natürlich das forcieren. Also auch das ist eine Ebene, wo der Bundesstaat in sich hier handeln muss und diese Anfechtung begleiten muss. Herr Professor Heinisch, Sie haben gesagt, unter Umständen müssen wir uns bis Freitag gedulden, dass ein Ergebnis vorliegt. Wir Europäer haben ja diese Geduld.
Aber die Amerikaner haben sie sie auch, wenn Trump jetzt schon beginnt zu behaupten, die Wahl sei gefälscht und er hätte doch gewonnen. Genau, das ist eben genau dieses Szenario. Daher sprechen wir auch von dieser von der Bewährungsprobe für die Demokratie. Also das demokratische System, das ja in den USA aus verschiedenen Gründen unter großen Druck geraten ist, jetzt eine Bewährungsprobe hat, quasi ein Vakuum zu haben und so eine gewichtige Entscheidung treffen muss, durch ein Verfahren, auf eine Weise, die von Wählern, Wählerinnen einfach als nicht legitim angesehen wird, weil sie eben auch schon seit Wochen vor allem von Präsident Trump auch als illegitim bezeichnet wird. Also die Briefwahl wird quasi immer als Art Wahlbetrug bezeichnet, ohne eigentlich, dass hier Beweise vorgelegt würden, dass da wirklich etwas passiert wäre und dass in die Innenbundesstaaten, wo es die Briefwahl gibt, wo sie auch vorher schon einberechnet wird, wie in Ohio und in Florida, auch durchaus die Demokraten, auch durchaus die Republikaner gut abschneiden. Aber das ist eben der Diskussionsstand jetzt und bringt Befürchtungen nach, dass da auch Unruhen kommen können, dass das der Gewinner auch als nicht legitim anerkannt wird, in beiden Fällen. Also es gibt auch gewaltbereite Demokraten, die im Falle eines Wahlsieges Trumps, wenn man bei einem Gerichtsentscheid dann, das auch nicht anerkennen würden. Also das ist in beide Richtungen sehr, sehr unschön. Wir hantieren ja im Moment mit Hochrechnungen. Ja. Und es gibt bei dieser Wahl eben, wie Sie schon angesprochen haben, eine Rekordzahl an Briefwählern, wo ja vermutlich Biden vorne liegt. Diese Stimmen dürfen aber erst zum Schluss ausgezählt werden. Und Sie haben schon gesagt, dann könnten Staaten, die jetzt pro Trump sind, noch drehen. Mhm. Was sind diese ganzen Hochrechnungen, mit denen viele Menschen sich jetzt befassen, dann überhaupt wert? Was sagen die aus? Das ist mir schon klar und das ist sicher auch wichtig und richtig, dass man das kritisiert. Ich will hier doch auch ein bisschen eine Lanze brechen. Man muss einmal verschiedene Sachen unterscheiden. Es gab ja Hochrechnungen auf nationaler Ebene, wo Biden deutlich vorne lag. Also da lag er so 9-10% vorne. Die können auch immer noch stimmen, wenn Biden in den Staaten, wo er hoch gewonnen hat, noch mehr Wähler bekommt, dann würde das auch stimmen. Also das ist so, wie die ÖVP in Vorarlberg noch mehr Stimmen bekommen. Mehr als schwarz könnte Vorarlberg nicht werden. Das sind auch nationale Umfragen immer problematisch, weil wir nie wissen, wo dann ein Kandidat zulegt. Die Umfragen, was die Bundesstaaten betrifft, da lag Biden zwar auch konsequent knapp vorne, aber die waren immer im Schwankungsbereich. Jetzt kann man nicht sagen, das war halt immer im Schwankungsbereich und der Schwankungsbereich ist eben der Schwankungsbereich, da kann natürlich einfach überall liegen, im Schwankungsbereich eben auch auf der Seite, dass Trump gewinnt. Aber es gab hier doch einige Umfragen, wo wir in Ohio zum Beispiel, wo Biden besser abschnitt und wo auch das Umfrageinstitut sehr reputabel ist, also sehr bekannt ist. Und dennoch haben die das echt durch den Sieg Trumps in dieser Deutlichkeit nicht im Modell gehabt. Und das wirft neuerlich ein schlechtes Licht auf diesen Umfrageprozess. Vor allem, wenn viele Wähler hingehen, die jetzt an sich, die vielleicht jemanden wählen und die dann immer nicht die Wahrheit sagen würden, dass sie die Person wählen. 2018 bei der Kongresswahl waren die Umfragen relativ nahe dran, aber die Kongresswahl war eine Wahl, die viel typischer war, die dem langjährigen Schnitt entspricht. Während diese Wahl jetzt und auch 2016, das war eine Wahl, wo halt viele neue Faktoren aufgetreten sind. Jetzt war es Corona, 2016 war Trump ein neues Phänomen. Und immer wenn natürlich auch wie Brexit, wenn es keine Vorerfahrung gibt, da muss ich sehr viele Annahmen treffen, in das Modell einbauen. Und wenn diese Annahmen falsch sind, dann sind sie nicht systematisch falsch. Und dass alle offenbar das nicht richtig erwischt haben, ist natürlich auch ein Problem. Herr Professor Heinisch, noch einmal zurück zu den Swing States. Ja. Also Swing States sind die Bundesstaaten, die einmal republikanisch wählen, ein anderes Mal wieder demokratisch. Mich würde interessieren, woher weiß man denn so genau, wie die anderen Staaten wählen werden? Warum ist man so hundertprozentig sicher, dass alle anderen Staaten genau demokratisch oder genau republikanisch wählen werden und nur diese Handvoll Swing States eben nicht? Ist eine gute Frage. Nehmen wir Österreich als Beispiel. Wenn wir jetzt in Österreich das Mehrheitswahlrecht hätten, dann
Wissen wir von vornherein, bevor die Wahl noch, wie die Wahlen schlagen, wissen wir, dass in Wien wahrscheinlich die Sozialdemokraten gewinnen werden, in Vorarlberg und Tirol die ÖVP gewinnen wird und in Niederösterreich die ÖVP gewinnen wird. Und dann geben wir denen schon diese, dann brauchen wir uns gar nicht darum kümmern und dort Wahlkampf betreiben, weil die SPÖ wird da wahrscheinlich ohnehin nicht gewinnen. Aber es gibt dann irgendwo Bundesstaaten, wo vielleicht die in beide Richtungen tendieren, weil einfach hin, weil entweder sich die Bevölkerung ändert, also Swing States swingen deshalb nicht, weil sie immer nur unbedingt anders wählen, sondern weil die Bevölkerungsstruktur sich ändert. Da sind viele junge Liberale ziehen weg, in den Süden zum Beispiel, und der Nordosten wird langsam konservativer, oder im Süden, in Arizona, kommen viele Kalifornier, die den hohen Preisen aus Kalifornien versuchen zu entkommen, die ziehen dorthin, weil es dort neue Jobs gibt, weil dort die hohe Hightech-Industrie aufblüht oder Universitätsstädte florieren, da ziehen viele junge Liberale hin oder viele Latinos ziehen dann auch hin, Einwanderer, und in Summe macht es den Staat liberaler, während die Staaten im Nordosten, wo die wegziehen, wo die älter und eher vorsichtiger werden, werden dann halt konservativer. Und dort, in diesen Staaten, die tendieren in beide Richtungen, versuche ich dann, die Gegend zu identifizieren, wenn ich die herum auf meine Seite ziehe, kippt der ganze Staat in meine Richtung, weil ich bekomme ja dann alle Wahlmännerstimmen in diesem Staat. Also in Österreich vielleicht die Steiermark oder Oberösterreich, also klassische Staaten, wo wir halt immer beide hatten, und auf das fokussiert sich das dann. Und jetzt ist halt die Situation, dass wir wissen oder annehmen, dass die einen eher mit der Briefwahl gewählt haben, sagen wir die Städter, und die eher ländliche Bevölkerung hat dann eher mit einer Urne gewählt. Und jetzt kann man sich dann vorstellen, wenn die beide ausgezählt sind, hoffen wir, dass das Ganze dann noch kippt. Aber das ist auch nicht eine Annahme. Aber so muss man sich das mit dem Swingen vorstellen. Mhm. Und daher wissen wir, dass Kalifornien und New York, da gibt es einfach so viele registrierte Demokraten, das wird nicht kippen. Das gibt es einfach zu viel, das ist zu städtisch und zu urban. Darf ich nur mal nachfragen, Gudrun, weil es einfach so interessant ist, nämlich Florida. Ja. Ist ja ein sehr großer Staat mit einer sehr interessanten Bevölkerungsschichtung. Genau. Also da gibt es sehr viele Latinos, da gibt es auch sehr viele ältere Herrschaften. Man hat ja die Fotos gesehen, wie die mit ihren Golfwegen, das scheint ja dort zumindest bei der älteren Bevölkerung das übliche Fortbewegungsmittel zu sein, zu Wahlveranstaltungen gekommen sind. Und ich habe gestern noch eine Umfrage gelesen, wonach Biden um 5% sogar vorgelegen sein soll in Florida. Jetzt ist Florida an Trump gegangen. Ja, also ich habe selber auch so ein Modell bei mir aufs Internet gestellt. Ich habe Florida an sich an Trump gegeben. Also in Florida war es verdammt knapp, und da gab es auch Umfragen, die Trump vorne sahen. Also da war es noch am wenigsten deutlich von den Swing States, weil dort die Latinos auch in Umfragen eigentlich sich eher für Trump positioniert hatten. Und wenn man sich Florida ansieht, ein riesengroßer Staat, hat 29 Wahlmännerstimmen oder Wahldelegierte. Im Norden ist Florida wie ein klassischer Südstaat, evangelikal, sehr traditionell, so ein bisschen wie die Nachbarstaaten. Je weiter ich nach Süden komme, desto liberaler wird es. Da gibt es dann natürlich diese großen Vergnügungspark, Disney World ist dort, und da gibt es aber viele in den niederen Dienstleistungen, also viele Latinos, die dort hingekommen sind. Und das sind aber Latinos, die aus Kuba und Venezuela großteils kommen, und die mögen keine Sozialisten. Das sind auch viele junge Wähler, die sich kaum noch erinnern, dass ja Biden mal Vizepräsident war. Also für die in einer sehr geschickten Flüsterkampagne wurde suggeriert, also mit Biden wird ein Sozialist gewählt, und den möchten die gar nicht. Und dann hast du eben viele dieser Pensionisten, die aus dem Norden quasi in Florida überwintern und ihren Hauptwohnsitz dorthin verlegt haben, die dann dort sind, die ihre politischen Einstellungen eigentlich mitnehmen. Da gibt es ja die liberalen New Yorker genauso wie eben eher Konservative aus dem mittleren Westen, die alle in Florida. Und so bildet Florida ein bisschen die gesamte Nation ab. Das Interessante ist, dass eben die Latinos in Florida anders gewählt haben wie die Latinos in Arizona. Arizona ging ja an Biden, weil eben die Latinos nicht ein Block sind. Und das ist ein großer Fehler, wenn eine Partei immer sagt, ja, die Latinos wollen nur, dass man Spanisch mit ihnen spricht, sondern die Latinos aus Arizona, also die meisten Latinos sind English only, muss man auch dazu sagen. Zweitens, die Latinos im Westen, in Kalifornien und in Arizona, kommen eher aus Mexiko und dem mittleren und dem Zentralamerika, während in Florida kommen sie von den Inseln, also von der Karibik oder auch von Venezuela und Kuba, und sind natürlich deutlich weiter rechts und sind immer eine klassische republikanische Klientel. Also und ich glaube,
die Latinos wählen auch viel heterogener als die Schwarzen und da gibt es diesen Gender-Effekt. Also Trump scheint ja Männer viel stärker anzusprechen und dieser Effekt, das hat er auch besser gemacht dieses Mal als noch 2016, dass er auch selbst bei Schwarzen, er hat nicht die Schwarzen gewonnen, aber auch da war Biden eher schwächer, als man es annimmt. Da ist sein Auftreten, vielleicht auch der Machismo, dieses sehr auf den männlichen Stärke-Habitus fokussierte Verhalten, scheint bei diesen Gruppen gut angekommen zu sein. Und das überhaupt das männliche Wahlverhalten bildet sich halt auch bei Schwarzen, aber vor allem bei den Latinos stärker ab. Wenn wir jetzt mit dem Finger auf der Landkarte ein bisschen weiter ziehen in drei andere Swing States, nämlich nach Wisconsin, Michigan und Pennsylvania, da scheint jetzt der Schlüssel zum Erfolg zu liegen. Ja. Und 2016 hat dort Trump knapp, aber doch alle diese drei Staaten geholt. Genau. Wie fühlen Sie die Stimmung dort? Also bei Pennsylvania, das ist ja mein Heimatstaat, habe ich auch gewählt und man muss sich Pennsylvania so vorstellen als ein großes Viereck und ich kann mich gut erinnern, als ich meinen Job dort begonnen habe an der Uni in Pittsburgh, hat mein damaliger Chef gesagt, Herr Heinisch, Sie müssen sich jetzt Pennsylvania so vorstellen, Pittsburgh an einem Ende, Philadelphia am anderen und Alabama in der Mitte. Also das heißt, ein sehr konservativ, kulturell konservativer, sehr weit rechts stehende Bevölkerung in der Mitte des Staates, also die ganze Länge des Staates und dann zwei extrem liberale, große Städte, Pittsburgh so mit 2 Millionen, Philadelphia 5-6 Millionen, Pennsylvania ist ein großer Staat, 20 Wahlmänner und da ist wirklich diese Grenze, wenn man aus dieser Stadt hinausfährt, in diesem County Allegheny County, da sieht man halt in der Stadt beiden Zeichen und dann ist man über diese Stadtgrenze, plötzlich ist man im Trump-Land. Und ich hatte immer einen Eindruck schon in der Zeit, dass ich in den 90er Jahren und 2000er dort arbeitete, das war schon ein Trump-Land, bevor es Trump gab. Also das ist natürlich ein Land, das, wo viele das Gefühl haben, sie wurden von Washington vergessen. Das ist die ehemalige, es waren sehr prosperierende Gebiete der Stahlindustrie. Pittsburgh hat mal mehr Stahl erzeugt im Zweiten Weltkrieg als Deutschland und Japan zusammen. Da muss man sich mal vorstellen, was da an geballter Produktionskraft war. Und das ist natürlich alles großteils verschwunden. Und gerade in der Zeit, als sich die Bevölkerung von der Politik erwartet, gestaltend einzugreifen, gestaltend diesen globalen Restrukturierungsprozess zu steuern, hat die Politik versagt. Und da haben auch die Demokraten es verabsäumt, sich um diese Leute zu kümmern. Und Donald Trump tritt dann nicht als jemand auch als Change Agent auf, der sagt, ich werde das alles ändern und spricht die Nöte der kleinen Leute an, präsentiert sich als jemand, der das irgendwie auch artikulieren kann. Und dadurch konnte er 2016 genug Wähler auf seine Seite bringen. So ein bisschen wie in Österreich eben ehemalige Arbeiter, die früher die SPÖ wählten, dann begonnen haben, die FPÖ zu wählen. Aber konnte er in den letzten 4 Jahren wirklich was ändern für diese Menschen? Naja, also konkret gibt es natürlich jetzt, also man kann das jetzt von zwei Seiten sehen. Also konkrete Programme gab es nicht, auch die versprochene Infrastruktur, das fand nicht statt. Aber vor Corona war die Wirtschaftslage extrem gut, den Leuten ging es dadurch auch gut und die schreiben ihm das auch zu. Und zum ersten Mal in 20 Jahren hat sich auch die Armutsgrenze etwas abgesenkt. Das ist natürlich jetzt teilweise zyklisch geschuldet und Ökonomen sagen, dass die Präsidenten hier wirklich wenig Einfluss haben auf die Wirtschaft an sich, aber der Präsident kann sich das nicht zuschreiben. Und da hat das nämlich auch jetzt, glaube ich, sehr plausibel versucht, den Leuten zu erklären, naja, also ich habe alles toll gemacht, die Wirtschaft dagegen ging es gut, dann kam Corona und das ist ja China schuld und vielleicht auch der Joe Biden, der mit den Chinesen was am Hut hat. Also da ist Trump auch ein sehr guter Vermarkter, ein Verkäufer. Und viele der Leute in Pennsylvania sind wahrscheinlich auch schon so positioniert, dass sie sagen, die Regierung kann ohne ihn wenig machen. Ich vertraue niemanden, ich vertraue nicht den Biden. Der sagt zwar nette Dinge zu uns, aber der Trump ist eben viel authentischer und der ist eben nicht so wie ein richtiger Politiker und der drückt zumindest das aus, was wir fühlen und jetzt erst reicht. Also kann man das gut so vorstellen. Jetzt, was glauben Sie oder kann man schon sagen, welche Gründe jetzt dafür ausschlaggebend waren, dass die Amerikaner und Amerikanerinnen Trump gewählt haben oder Biden gewählt haben? Mhm. Es gibt so erste ganz grobe Einschätzungen, wo noch die Wirtschaft logischerweise ein Thema war, Rassismus offenbar ein großes Thema, Black Lives Matter, das in den letzten Monaten ja sehr wichtig war,
und natürlich Corona. Wie schätzen Sie das ein? Wie passt das jetzt zusammen? Ja, ich würde es einfach umdrehen. Ich glaube, Trump wäre ohne Corona als großer Favorit in diese Wahl gegangen. Ich glaube, das wäre vor allem die Wirtschaft gewesen. Das Motto wäre gewesen von Trump, also auch wenn ihr mich nicht mögt oder wenn ihr meinen Stil nicht mögt, aber euer Bankkonto und eure Aktienpakete, das mögt ihr. Und wenn das weiterhin so sein soll, müsst ihr mich wählen. Und ich glaube, Corona hat dann das teilweise hier verdrängt, und das erklärt dann auch, warum es die beiden ungefähr gleich aufliegen. Und es gibt eben, Trump ist auch jemand, da gibt es natürlich eine eingeschworene Basis, die für Trump ist, und da gibt es auch eine ganz große Gruppe, die gegen Trump ist, und die sind auch nicht jetzt zu erreichen. Ich glaube, die würden in jedem Fall für oder dagegen sind. Und da gibt es halt eine Gruppe in der Mitte, die Independents, und da sind viele Leute, die natürlich auch Trump vielleicht nicht mögen in seinem Stil, die aber aus Interesse ihn wählen. Also jetzt haben wir vielleicht die etwas rechte Arbeiterschaft, die aufbegehrt, die wählt ihn aus Überzeugung. Dann haben wir viele Geschäftsleute natürlich, die sagen, naja, Trump ist für mich aber als Wähler der vorteilhafte, weil Biden würde wahrscheinlich die Steuern erhöhen und so weiter und so fort. Dann hat Biden auch dann Corona, glaube ich, hat Biden dann geholfen, bis zu dem Punkt, dass dann Biden von einem nationalen Lockdown zu sprechen begann. Und ich glaube, das war auch als unpopulär, und die Amerikaner sind auch müde dieser Diskussion. Also hier, dass Biden das dann doch so stark auf das fokussiert hat in letzter Zeit, da waren sich auch einige dabei, die gesagt haben, also Biden müsste hier ausgeglichener sein, er ist zu sehr auf das fokussiert. Aber jetzt gibt es in Amerika 230.000 Covid-Tote. Ja. Wenn man sich das vorstellt, dann gibt es sicher viele, viele Menschen, die in ihrer Familie was Betroffenheit gibt. Und trotzdem vertraut man jemandem, der die Gefahr so heruntergespielt hat wie Donald Trump? Naja, zum einen, wenn man jetzt die Fallzahlen hochrechnet auf die europäische Bevölkerung, dann ist es so, dass wahrscheinlich viele Amerikaner sich sagen, naja, Covid ist eine Art Naturkatastrophe, das haben auch die Europäer in anderen Ländern, da ist Trump nicht schuld, und die ihm das Missmanagement und das Chaos übel nehmen, wählen natürlich ohnehin nicht, das erklärt auch eine hohe Anzahl an Leuten, die nicht wählen. Und dann gibt es sicher auch viele, die einfach das nicht wahrhaben wollen oder eher auf das Versprechen, auf den Optimismus fokussieren, dass Trump sagt, also vergesst jetzt mal Covid, das wird nächstes Jahr vorbei sein und dann wird die Wirtschaft wieder wichtig sein und nur mit mir habt ihr diese super tolle Wirtschaft. Also das sind einfach auch diese individuelle Verdrängungsmechanismen, der psychologische Effekt, dass man halt das Positive hören möchte. Und Trump ist natürlich auch jemand, der ein erfahrener Unterhalter ist. Er hat eine sehr erfolgreiche Fernsehshow gemanagt, der auch versteht zu dramatisieren, der versteht auch das Richtige in so einem richtigen Zeitpunkt zu sagen und der natürlich auch immer am Ende des Wahlkampfes zulegen kann. Das wissen wir schon 16, der auch wirklich ein Wahlkämpfer ist, der das Bad in der Menge braucht und auch immer auf Mengen, auf Gruppen gut reagieren kann. Und hier, glaube ich, hat Biden sich sehr lange darauf verlassen. Trump stellt sich selber ein Bein und lebt von den Fehlern, die Trump macht. Aber ich glaube, am Schluss hätte Biden schon viel stärker und viel offensiver das auch angehen können. Einfach sich nicht zu präsentieren und das so ein bisschen auf Sparflamme zu betreiben, war ein Problem. Sie meinen, die doch deutlich zurückhaltende Position des Joe Biden, von dem man ja dann oft wirklich den Eindruck haben könnte, er wäre eigentlich irgendwie im Schluss des Wahlkampfes nur sehr gedämpft überhaupt vorhanden, während der Trump mit seinem Entertainment-Talent quasi die letzten Meter noch gut gemacht hat. Naja, wir haben es heute Abend wunderbar gesehen. Also der Auftritt Bidens vor einem Parkplatz, ein bisschen allein, und dann hat er noch seine Anhänger nach Hause geschickt, sind auch alle gefahren. So. Während Trump, das war schon eine Siegerparty. Und das schafft natürlich auch, hat eine Symbolik, das schafft Bilder, das erzeugt Emotionen und das schafft auch Tatsachen. Und man muss generell sagen, die Republikaner haben einfach einen Zug zur Macht. Das haben wir 2000 gesehen. Also da war Bush derjenige, der nicht das zugestanden hat, dass er vielleicht verloren hätte, der von vornherein, wir haben gesiegt, wir werden das jetzt durchfechten, während Gore schon zu früh das damals eingestanden hat. Also man sagt immer, die Republikaner sind disziplinierter und haben eher einen Zug zur Macht.
den Sie auch in der Opposition gelernt haben. Ich muss ja, das ist heute, klingt das ja fast unvorstellbar, aber die Republikaner waren immer die Minderheitspartei früher. Die waren immer in einer Art Situation, wo sie sich Sorgen machten, dass sie von den Demokraten überrollt würden, und haben sich dadurch auch anders entwickelt und vor allem versuchen, strategisch Machtpositionen zu besetzen. Und diese Disziplin haben sie heute immer noch, und auch Donald Trump stellt gleich die Machtfrage, macht gleich die Ansage und geht davon aus, dass der hier Biden nicht wirklich 1:1 mithalten wird. Und die Symbolik, einfach wie das im Fernsehen aussieht, das sieht für jemanden nicht so aus, naja, der sich wahrscheinlich unsicher gewonnen hat. Der Trump ist sich schon sehr sicher, da muss schon was dahinter sein. Also da ist schon etwas dabei, was Fakten schafft. Und das ist auch eine Sorge, die ich habe. Joe Biden ist ja auch oft mit der Botschaft oder hauptsächlich mit der Botschaft aufgetreten, ich bin nicht Trump. Wenn ihr diesen Präsidenten nicht wollt, dann wählt mich. Genau. War das vielleicht zu wenig an eigener Botschaft? Ja, also Biden hatte im Prinzip zwei Botschaften. Der eine Botschaft war eigentlich auch die Corona-Botschaft, und die andere Botschaft war, diese Seele Amerikas wieder zu restaurieren, also wieder quasi Anstand und Würde dem Weißen Haus zurückzugeben. Ich im Nachhinein ist man immer klüger. Ich meine nach wie vor, dass es für die Demokraten wenig andere Optionen gab. Es ging immer um Donald Trump. Also ich glaube, jemand, der Donald Trump out-Trumpt, also der noch dramatischer und noch schriller wäre, den gibt es, den haben die Demokraten einfach nicht. Und wenn jetzt, mussten ja die Demokraten zwei völlig unterschiedliche Gruppen unter einen Hut bringen. Das eine sind die Partei Linke, die sich also hier wirklich progressive Politik erwartet, und das andere sind die normalerweise konservativen Wähler in den Vorstädten, die Anwälte und Ärzte, die aber Trump nicht mögen, weil er ihnen zu schräg und zu komisch vorkommt. Und wenn jetzt, die können sich beide darauf einigen, verständigen, dass sie Trump nicht wollen. Und wenn das Thema ist, eine Abstimmung über Trump und seinen Charakter, da treffen sich die beiden. Wenn jetzt jemand anderer aufgetreten wäre, also mal ein Bernie Sanders, dann wäre die Linke, Partei Linke zwar begeistert gewesen, aber die anderen wären zu Hause geblieben. Wenn das jetzt umgekehrt gewesen wäre, dann wären vielleicht dann die Konservativen verschreckt, also wären die Bürgerlichen eher verschreckt werden, und wenn die Bürgerlichen sich deutlicher zu dem hingezogen hätten, gefühlt hätten, dann wären die anderen vielleicht zu Hause geblieben. Und man muss auch sagen, der amerikanische Präsident ist ja kein Regierungschef wie ein Kurz oder ein europäischer Regierungschef, sondern er wird ja viel eher aus auch symbolischen oder übertragenen Gründen gewählt. Er kann ja nicht mal seine Politik im Kongress, also er kann keine Gesetzesvorlage einbringen. Also das ist so quasi ein gewählter Ersatzkönig. Und so diese Würde ins Amt wieder zu bringen, das ist durchaus etwas, was ein Präsident verkaufen kann, oder Visionen. Da mit einem Fünf-Punkte-Plan anzutreten, das hat auch Hillary versucht, das hat auch nicht gut funktioniert. Jetzt damals schon so, als hätte der Trump wieder gewonnen. Also ja. Noch ist es ja nicht so, und genau. die drei entscheidenden Swing States, sehe ich da gerade, sind ja auch noch immer nicht ausgezählt. Genau, Wisconsin, aber jetzt wollte ich Sie noch was anderes fragen. Für unsere europäischen Begriffe ist es doch ein etwas merkwürdiges Wahlsystem, das die Amerikaner dort haben. Da ist es doch öfters mittlerweile schon der Fall gewesen, und vielleicht könnten Sie uns dazu etwas erzählen, dass eine deutliche Mehrheit der Bürger und Bürgerinnen einen anderen Kandidaten gewählt haben als der dann Präsident geworden ist. Jetzt stellt sich die Frage, wie kann denn das sein? Ja, stimmt. Also ich würde jetzt mal unterscheiden zwischen einem grundsätzlichen Prinzip, dass das möglich ist, und dann, wie das heute jetzt abläuft. Also grundsätzlich sagt man natürlich, sagen die Verteidiger des Systems, oder würde man sagen, na gut, dann ändern wir halt die Spielregeln, dann würden natürlich dann die Republikaner anderswo wahlkämpfen, und dann würden die dort halt gewinnen. Also ich meine, die sagen natürlich jetzt, okay, es mag sein, dass das jetzt unfair ist, dass Kalifornien so viele Senatoren hat wie 28 andere Staaten, das ist unfair. Aber wenn natürlich jetzt in Kalifornien gewählt würde, wie den Verhältniswahlrecht hätten, dann würden die Republikaner ja dort auch viel mehr Stimmen machen, oder würden einfach, dann würde der Wahlkampf anders aussehen. Also
es ist halt, wenn ich Slalom fahre, dann muss ich durch Torstangen fahren und dann fahre ich nicht gerade hinunter und ich kann mich nicht beschweren, der Abfahrer kann sich nicht beschweren, wieso im Slalom hinten ist. Also da würde dann auch, würde auch der Läufer anders sein, da würden sich die Parteien einfach auf ein anderes System einstellen und dann wären wahrscheinlich die Ergebnisse ähnlich, würden die Verteidiger des Systems sagen. Es ist nicht historisch gewachsen, weil natürlich eben die Demokratie im amerikanischen System auf der Landesebene ist, dass da mal eine Supermacht wird und dass man da dieses föderale System drüber stülpt, das war ja für die Gründerväter in der Form jetzt nicht vorgesehen. Die Wahl, die wir heute sehen, kommt ja in der Verfassung nicht vor, sondern die Wahl, das System sieht einfach die Wahl, die Bundesländer entscheiden, wer Präsident wird und die können das irgendwie entscheiden, die könnten ja auch Kegel schreiben. Also die haben dann halt ein Gesetz, wo dann drin steht, okay, die Leute dürfen am ersten Dienstag im November auch den Präsidenten wählen, aber dann wählen die ja alles andere. Und die formal erste Entscheidung ist dann einfach die des Wahlkollegiums, wo dann am 14. Dezember dann die Entscheidung getroffen wird und vorher gibt es den Schritt, dass die Landesregierung sagt zu einer der beiden Parteien, ihr schickt jetzt eure Leute dorthin oder ihr schickt eure Leute dorthin. Und die schicken dann extrem loyale Leute hin und hoffen, dass die dann entsprechend abstimmen. Aber das entscheidet die Landesregierung. Und wie die Landesregierung das entscheidet, kann sich jedes Land, jeder Staat sich selbst ausmachen. Es gibt dadurch auch kein Mehrheitswahlrecht, wie das so heißt. Das könnten die auch morgen ändern. Das steht auch nicht in der Verfassung drinnen. Und das ist historisch gewachsen, weil die USA sich Sorgen machten, als das gegründet wurde, einfach, da waren die anderen Staaten auf der Welt absolutistische Monarchien und da machte man sich jetzt Sorgen, dass einfach gesprochen in einem riesigen Land mit großen Distanzen die Leute quasi zu dumm wären, jetzt hier einen entsprechenden demokratisch gewählten Monarchen auf Zeit zu wählen, der mit diesen anderen Staaten dann mithalten kann. Also haben sie ein System geschaffen, wo eben die Bundesstaaten hier wählen. Und da spielt auch noch die Segregation, also noch mit hinein, die Sklaverei mit hinein, weil man hatte den Sklaven, wollten ja keine Stimme geben. Andererseits wollten aber die südlichen Staaten, dass die Sklavenstimmen zählen. Jetzt könnten die Leute ja nicht wählen. Jetzt hat man gesagt, okay, jetzt wählen nicht die Leute selber, sondern wir sagen dann eben, 3/5 der Nicht-Weißen, die werden mit in die Stimmen einberechnet und das kann man natürlich dann über die Wahlmänner so lösen. Also das war so ein System, hat man damals geschaffen, das schien aus der damaligen Sicht günstig. Und da man Verfassungen in den USA so gut wie nicht ändern kann oder sehr schwierig ist zu ändern und Institutionen sich immer wieder fortsetzen, weil der Sieger nicht immer profitiert davon, der Sieger möchte es ja nicht ändern, weil es hat ja für ihn funktioniert, dadurch übertragen sich die Systeme immer weiter. Aber so kommt es ja zu diesem seltsamen Umstand, dass der Wähler das Gefühl hat, er gibt seine Stimme ab und eventuell zählt die nicht. Ja, stimmt. Gibt es da Unzufriedenheit darüber oder wie sehen die Amerikaner selbst ihr Wahlsystem? Schon. Und die verlieren, sind auch immer unglücklich darüber. Und wenn die dann und die anderen, die gewinnen, sind glücklich und das wechselt sich so immer wieder ab. Aber stimmt, es ist natürlich so, dass nicht die Stimmen jetzt in Kalifornien einfach weniger zählen wie in anderen, weil einfach das schon eingepreist ist. Und wir reden ja jetzt über die Swing States und dort zählen die Stimmen natürlich doppelt und dreifach sozusagen. Und dort kommt es auf jede Stimme an. Formal zählen die alle gleich natürlich, aber in dem System natürlich ist eine weitere Stimme in Kalifornien im Prinzip sinnlos. Jetzt muss ich nur mal auf dieses trotz Ihrer Erklärung immer noch seltsame Wahlsystem der USA zurückkommen. Wir unterhalten uns ja jetzt in Wirklichkeit nur über die Wahlmänner. Genau. Es wird wahrscheinlich aber Wahlfrauen auch geben. Ja, also wird es überwiegend Wahlmänner geben. Das heißt, jeder Bundesstaat hat jetzt eine bestimmte Anzahl von Wahlmännern, genau, die jetzt durch diese Wahl heute oder ideal oder vielleicht sogar bis Freitag bestimmt werden. Genau. Dann schicken die Bundesstaaten diese Wahlmänner irgendwo hier auf einen Kongress und jeder dieser Wahlmänner oder Wahlfrauen muss genau so stimmen, wie jetzt die Mehrheit oder sollte so stimmen. Und da sind wir jetzt für einen Punkt, das ist ja auch wieder nirgends festgeschrieben, dass diese Wahlmänner so stimmen müssen. Es gibt zwei Arten von Modellen. Es gibt Bundesstaaten, die ein Gesetz, ein Landesgesetz haben, die müssen so abstimmen, die sind daran verpflichtet. Und es gibt andere Bundesstaaten, die das Gesetz nicht haben. Nur,
Was wir nicht wissen, selbst wenn ein Wahlmann, Wahlfrau aus einem Bundesstaat, wo es das Gesetz gibt, nicht so abstimmt, sogenannte faithless electors, ob das dennoch illegal wäre, weil von der Bundesgesetzgebung her sind die völlig frei abzustimmen, wie sie wollen. Das heißt, da ist noch das Phänomen, dass die Bundesverfassung und das Bundesrecht und Landesrecht auch im Konflikt sein können. Aber theoretisch können die abstimmen, wie sie wollen. Wahrscheinlich wird ihnen da auch nichts passieren. Aber das funktioniert ja so. Es würde in Österreich so sein, dass dann die Landesregierung hergeht, sagen wir, die eine Partei, die Partei X hat gewonnen, dann zu der Partei X geht, jetzt müsst ihr 7 Leute nehmen aus eurer Partei, die dann euren Präsidenten wählt. Und die nehmen nicht den Loyals, also ist dann der Parteichef, der stellvertretende Parteichef, der Clubobmann etc. Also die nehmen die Leute, die am hundertprozentigsten, natürlich hat es immer wieder Situationen gegeben nach dem Motto Parteifreundsteigerung, Parteifeind, also Feind und dann Erzfeind, Parteifreund, die dann auch gegen den eigenen gewählt haben, aber das kommt eben selten vor, weil eigentlich die loyalsten Parteigänger und Gängerinnen hier einfach bestimmt werden für diese Delegation. Genau. Ich würde gern so ein bisschen am anderen Thema jetzt hüpfen. Die Zwischentöne sind in den USA ja in den letzten Jahren leise geworden. Der Graben ist sehr tief, genau. Man redet kaum mehr miteinander. Der Riss geht durch Familientische, Freundschaften, Arbeitskollegen. Wer auch immer jetzt da gewinnt bei dieser Wahl, die Hälfte des Landes ist wahrscheinlich sehr entrüstet, sieht die andere Seite als Gefahr. Wie kann man das irgendwie wieder heilen? Das ist die große Frage und das würde auch einem Joe Biden nicht gelingen. Also ich glaube, das wäre relativ illusorisch, wenn man da jetzt Wunder erwarten würde. Ich glaube, man muss noch einen Punkt dazu sagen. Weil eben die europäischen Systeme, unser also vom britischen Parlamentarismus kommende System in Österreich, aus einer Tradition kommt, wo wir immer verschiedene Lager hatten. Wir waren ja auch gespalten lange genug und sogar bis zum Bürgerkrieg hin, ist das System bei uns im Prinzip, kann mit diesen Lagern umgehen. Wenn man jetzt aus amerikanischer Sicht, aus österreichischer sieht, würde man ja böserweise sagen, der gute Herr Kanzler Kurz ist ein Diktator, wir wählen für 5 Jahre Diktaturen, weil natürlich der im Parlament alles durchbringt. Wenn er es nicht durchbringt im Parlament ein Gesetz, dann muss er als Regierung zurücktreten. Er muss immer die Mehrheit haben. Also ist in Europa eine Abfolge von Diktaturen sozusagen. Und die Wahl gewinnen, bringen alles durch und können gestalten. Das amerikanische System ist komplett anders konzipiert. Das ist konzipiert, dass die immer in der Mitte zusammenarbeiten müssen, sonst bringen sie nichts weiter, weil der Präsident ist immer außerhalb und im Kongress gibt es ja dann eigene Mehrheiten und dort müssen die auf ihre Wahlbezirke schauen und auf ihre Staaten, wo sie herkommen. Und daher hat das System immer deshalb funktioniert, weil halt dort die Radikalen auf beiden Seiten in der Minderheit waren und man immer große Mehrheiten in der Mitte brauchte und Gesetze. Da war der Zug zur Mitte. Durch diese Polarisierung des Landes, die sich auch jetzt zeigt in immer homogeneren Wahlbezirken, die Leute wohnen auch ähnlich, Häusergröße etc., der Lebensentwurf, entwickelt sich die Bevölkerung auseinander, dass es jetzt mittlerweile viel einen stärkeren Anreiz hat, dass ich radikaler bin, weil ich dann in meinem Wahlbezirk eher gewinne. Früher war es so, da musste ich immer auch als Konservativer noch irgendwie mit den Liberalen, weil sonst hätten mich die nicht gewählt und damals war es ein Zug zur Mitte und jetzt gibt es eben diesen Zug auseinander. Aber im Kongress brauche ich dennoch diese Mehrheiten, weil im amerikanischen System kann ich extrem gut blockieren. Das heißt, ich brauche quasi eine Supermehrheit im Senat, um ein Gesetz durchzubringen. Und hier blockieren sich die dauernd. Da haben wir fast jedes Budget wird nur noch über Shutdowns und Emergency, also Notmaßnahmen und Drama und Krisen beschlossen, weil der normale Gesetzgebungsprozess im Prinzip nicht mehr funktioniert und die Anzahl der Gesetze auch sukzessive abnimmt, weil die beiden Systeme sich permanent blockieren. Diese Checks and Balances heißen natürlich auch, dass diese Checks, diese Veto-Punkte drinnen sind, diese Veto-Spielerpositionen drinnen sind und dadurch funktioniert das Werk nicht und da eben auch nicht gestaltet wird, das erhöht wieder den Frust der Bevölkerung, die fühlen sich von der Politik im Stich gelassen und geben dann wieder Außenseiter wie Donald Trump die Möglichkeit zu sagen, ihm müssen das System brechen, wählt mich, ich trete an. Also das ist dieser Mechanismus, wo sie die Katze in den Schwanz beißt. Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann
beschleicht einen doch das Gefühl, das amerikanische politische und demokratische System ist an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit gelangt. Ja, würde ich auch so sehen. Also wir haben eine Verfassungskrise, wir haben eine politische Krise und eine Legitimationskrise. Und das schaukelt sich gegenseitig auf. Ich würde auch Trump eher als Symptom und als Konsequenz sehen, also als Ursache, weil das System ist ja schon länger so. Wir sehen ein Auseinanderentwickeln, einen Rechtsruck der Republikanischen Partei schon mit in den späten 80ern, vor allem Anfang der 90er, auch mit diesen starken populistischen Tendenzen. Und wir sehen auch eine demokratische Partei, die in einigen Bereichen stärker nach links geht, aber dann untereinander auch zerstritten ist. Und selbst wenn die dann einmal in der Macht sind, haben sie untereinander Probleme, sich zu einigen. Also Obama hatte ja massive Schwierigkeiten am Anfang, wo er ja an sich den Senat dominierte, auch hier das Gesundheitssystem durchzubringen. Das ging ja wirklich spitzer Knopf, weil einfach die Partei selber auch sehr breit und sehr, sehr, sehr komplex ist und untereinander zerstritten ist. Jetzt haben Sie ja diese Baustellen beschrieben. Wären Sie jetzt der Einflüsterer des nächsten Präsidenten? Was würden Sie ihm flüstern, wie man diese Polarisierung denn wieder aufheben oder entschärfen kann? Naja, ich fürchte, Biden wird es natürlich rhetorisch versuchen. Ich glaube auch nicht, dass man ihm das abkaufen würde von Seiten seiner unversöhnlichen Gegner. Donald Trump hat kein Interesse daran, weil er von der Polarisierung ja lebt und profitiert. Also wir haben das heute sehr schön gesehen. Egal wie die Wahl ausgeht, ungefähr die Hälfte der Wähler wählt den einen, die Hälfte den anderen. Donald Trump konstruiert das amerikanische Volk, der große Sieg, als ob sie 100% bei ihm wären und nur einige Illegitime beim Biden wären. Das ist ja die halbe Bevölkerung ist, die ihn ja wählt. Und dass er bei der letzten Wahl ja sogar 3 Millionen mehr seine Gegnerin gewählt haben, die kommen in seiner Rhetorik nicht vor. Also, und wenn ich nicht von vornherein mich hinstelle und sage, also ihr zählt nicht und ich konstruiere jetzt das gute Volk, das sind meine Wähler und da gibt es eine böse Elite und was anderes kommt da nicht vor, dann geht diese Spaltung weiter. Ein Präsident, der versucht nicht hier das Land zu einen, würde sich jetzt heute hinstellen und sagen, ihr habt nichts zu befürchten, ich würde auch auf eure Anliegen eingehen, das sind wichtige Themen, die wir da aufgreifen müssen und vor allem muss ja der Präsident jetzt nicht wiedergewählt werden, also er könnte ja auch das politische Beauvoir quasi über seine ideologischen Schatten zu springen und hier auf andere Gruppen in der Bevölkerung zuzugehen, also Schwarze und Latinos und Immigranten und so weiter und städtische Wähler, aber das tut er nicht, weil er, glaube ich, dazu auch nicht weder psychologisch oder politisch in der Lage ist und weil durch diese Spaltung auch immer wieder Vorteile. Er gewinnt immer durch Spalten. Jetzt, ich meine, es ist ja schon langsam irgendwie eine apokalyptische Vision, die wir da irgendwie zeichnen, aber sollte jetzt Trump tatsächlich noch einmal gewinnen, dann ist, wie Sie jetzt prophezeien, nicht zu erwarten, dass er einen versöhnlicheren Kurs einschlägt, sondern er wird höchstwahrscheinlich das tun, was er die vergangenen 4 Jahre tat, polarisieren. Permanenter Ausnahmezustand, mit einer neuen Selbstsicherheit versehen, das Ganze auch noch betreiben. Halten das die USA aus oder gehen die dann, wohin geht dieses Land dann? Ja, also natürlich, wir haben jetzt nicht die Kristallkugel. Alles, was ich so jetzt von ihm wahrnehme, ist, dass er so agieren wird. Aber natürlich kann sich das ändern oder kann es da auch andere Akzente geben. Es ist auch die Frage, wie seine Partei damit umgeht. Also bis jetzt geht seine, und hier ist ja die Situation die, dass ja Donald Trump ja auf seine Wiederwahl spitzen musste und das war ihm wichtig. Und jetzt kann es aber ja auch sein, wenn den Senat hat er ja auch, also das heißt, er hätte ja den Senat auf seiner Seite, dass seine Partei, dass er im Laufe der Zeit auch dann weniger wichtig wird. Irgendwann wird er auch zum Lame Duck natürlich. Wahrscheinlich wird Donald Trump immer noch auf sich aufmerksam machen. Aber die Frage wird sein, inwieweit er seine Nachfolge regeln wird und inwieweit das System sich einfach ändert, dass er quasi die Republikaner zu einer antisystemischen Partei werden, die permanent antisystemische Kandidaten wie Trump produziert oder ob Trump quasi ein Sonderphänomen ist und diese Partei sich wieder dann in eine Richtung entwickelt, wo sie halt wieder
klassisch neoliberal, eher für Business und neoliberal aufgestellt ist. Das wird man jetzt sehen, inwieweit Trump das macht. Aber die Systemkrise ist da und das ist eine Phase, wo die USA durch müssen. Und das ist aber eigentlich auch nichts anderes als den Populismus, den wir in anderen westlichen Staaten sehen. Auch teilweise eine Schuld natürlich der Linken und eine Schuld der fehlenden politischen Alternativen. Also wo das Gefühl da ist, die sind alle, die Politik trifft sich in der Mitte, die sind da irgendwie alle gleich aus, da gibt es weder zwischen links und rechts Unterschied, ich habe keine Alternativen. Plötzlich taucht jemand von ganz außen auf, der alles anders macht, der ist nicht dann spannend, interessant und für viele, die unzufrieden sind mit dem System, ist das nicht dann ein entsprechender Ansprechpartner. Ich sehe nur gerade, in Pennsylvania wird da gerade, da ist es auch Wisconsin überall noch sehr knapp. Ja, es wird, ja, Biden ist jetzt in Wisconsin schon knapp vorne. Vorher war sie das noch umgedreht. Vorher war er noch hinten, ja. Ja, genau. Ja, das ist auch, also Biden muss Wisconsin bekommen, dann ist es vorbei. Also ich gehe jetzt mal davon aus, Michigan, Wisconsin sollte, ja, Nevada sollte klar sein natürlich. Also da brauchen wir nicht. Arizona, ja, das ist klar. Arizona Biden, hat er, ja, auf jeden Fall. Schon, ja, das ist ganz klar. Ja. Also Sie sagen, Wisconsin muss Biden machen? Also es sind diese drei Staaten. Also wir haben jetzt, wir gehen davon, alles andere bleibt wie gehabt. Wir haben Wisconsin, wir haben Michigan und wir haben Pennsylvania. In Wisconsin haben die einen ziemlich konservativen Gouverneur, der das Land umgedreht hat, aber ist ein klassischer alter Industriestaat mit einer großen Uni, mit zwei großen Universitätsstädten und das war, ist an sich, sollte an sich auch ein gutes Territorium für Joe Biden sind. Mehr noch als Pennsylvania. Pennsylvania hat noch ein eigenes Thema. Dann, und Michigan, dort ist der Faktor Rasse wichtig. Detroit ist eine große Metropole, viele Schwarze und durch die Automobilindustrie und da gibt es auch viele, und da und da gibt es aber auch diese viele urbane und diese Professionals, also in diesen Suburbs, da hat Biden sicher auch gute Chancen. In Pennsylvania kommt dazu, dass Pennsylvania eben wirklich auch kulturell, das ist ganz interessant, dass Pennsylvania wurde ja von quasi aus der österreichischen Monarchie besiedelt. Carnegie kam nach Wien im Ende des vorigen Jahrhunderts und hat dann Austro-Hungarians und das Wort in Pennsylvania für Hackler, a hunky, kommt von Austro-Hungary. Also sind, wenn man, also wenn ich dort unterrichtet habe, ist die Namensliste der Studenten, da könnte ich irgendwo in Wien in einer Schule unterrichten. Also viele slawische Namen und auch deutsche Namen. Und das, diese Einwanderer waren klassische demokratische Wähler, weil sich die Demokraten um diese Einwanderer gekümmert haben. Nur wurden die immer konservativer. Und am Tag der Jagdsaison sind in Pennsylvania die Schulen zu. Weil da geht man jagen. Und der klassische Pennsylvania Democrat hatte seine Waffe, hat aber dann die Gewerkschaft gewählt. Und das ist dieses klassische, diese Ausrichtung in beide Richtungen und dieses typischen Pennsylvania-Wählers, ländlich traditionell, oft auch noch katholisch, noch mitgebracht vom alten Land, aber gleichzeitig so sehr unterschichtig im Sinne von, na, ihr Elite, ihr werdet mir nicht sagen, ich zähle, ich schaue auf die harte Arbeit. Und das hat Trump sehr gut angesprochen, Hillary Clinton überhaupt nicht. Und die Hoffnung war, dass Biden, der ja in Scranton seine Jugend verbracht hat, also in Pennsylvania, dass der das ansprechen kann. Ich würde gerne auch die Rolle der Frauen beleuchten in diesem Wahlkampf. Ja. Weil 2016 hat jede zweite weiße Frau Trump gewählt. Ja. Können die ihm diesmal wieder ins Amt helfen oder können sie ihm es eventuell auch wegnehmen? Wir vermuten nicht. Also die Vermutung ist, dass das Trump-Phänomen deutlich über Mann-Frau läuft und er scheint eben die Männer stärker anzuziehen, als vielleicht Biden jetzt die Frauen anzieht, die nach den ersten Umfragen, aber es könnte sich noch ausgehen. Man muss dazu sagen, dass die Republikaner generell immer von Männern gewählt werden. Ich glaube, der letzte Demokrat, der bei Männern eine Mehrheit hatte, war Kennedy. Also da müssen wir schon wirklich lange zurückgehen. Und bei Bill Clinton war zum Beispiel dieser Vorsprung fast 15%. Auch bei Obama war es relativ hoch. Und das hat auch thematisch damit zu tun, dass Frauen, vor allem diese Frauen, um die diese so einen Soccer Moms, also die Frauen,
begüterte, gut ausgebildete Frauen, denen ihre Familie wichtig ist, die sich mit Themen wie Schulbildung, mit Gesundheitsversorgung und so weiter beschäftigen, weil das sie ja unmittelbar betrifft, dass diese, die hat ihre Kinder die quasi kleine Fußballer dann betreuen, dass diese Frauen an sich für die Demokraten thematisch zu erreichen sind, weil sie die Demokraten für Themen stellen, die für sie wichtig sind. Wenn jedoch, das hat Donald Trump ja versucht, quasi das die Drohkulisse aufgebaut wird, dass es irgendwelche Bösen gibt, die dann kommen und dann dir das Leben in der Vorstadt schwierig machen, also irgendwelche Hooligans oder irgendwelche Leute, die oder mexikanische Drogengangs oder vielleicht Schwarze oder Terroristen, das hat Bush das ganz geschickt gemacht, der wird aus diesen Soccer Moms, aus diesen Fußballmüttern, werden dann Security Moms, also die werden dann sicherheitsorientierte Frauen, die dann lieber Law and Order wählen. Und das war ja auch der Versuch, ein bisschen von Trump zu sagen, naja, wenn Joe Biden gewinnt, dann habt ihr natürlich eine mexikanische Gang, die dann bei euch ins Haus nebenan einzieht und dann könnt ihr euren Häuserwert, also den Häuserwert eures Eigentums dann abschreiben. Also und auch die Aussage von Trump, also die Demokraten hassen die Vorstädte, also diese Suburbs, diese Speckgürtel um die Städte. Und hier sind Frauen wirklich ganz zentral. Und das ist, diese Gender-Dynamik dürfte aber auch bei Latinos eine Rolle gespielt haben, dass eben diese sehr virale, dieses männliche Habitus, die Autoritätsfigur Trump, diese klare Ordnungs-, diese Hierarchie, das scheint er auch bewusst einzusetzen, scheint auch bei seinen Wählern ganz gut anzukommen. Also das ist erarbeitet hier. Und da gibt es auch Untersuchungen zum Thema Populismus, Männer und Körper. Dürfen nicht daran erinnern, auch wir haben das in Österreich bei Haider auch mal untersucht, auch ja. Das gab es dann damals. Da gibt es auch eine Untersuchung dazu. Jetzt darf ich kurz nur, weil ich es gerade sehe, da sofort in der New York Times und auch da in CNN. Ja. Wie von Ihnen prophezeit, Herr Professor, übernimmt Joe Biden ganz leicht jetzt die Führung in Wisconsin. Mhm, ja. Das heißt also, seine Chancen, die Präsidentschaft zu erringen, sind weiterhin intakt, so wie es jetzt aussieht. Aber darf ich noch einmal mit den Soccer Moms und den Suburbs, es war ja sehr viel immer die Rede über diese Suburbs, über diese Vorstädte. Genau. Was versteht man unter Vorstädten? Haben wir sowas in Europa überhaupt? Ja, das ist das Problem mit der Übersetzung. Also das sind im Prinzip, also wenn die Amerikaner das Wort urban fangen wir ganz innen an. Fangen wir mit der inneren City an, die Inner City, das ist nicht der erste Bezirk, wie der in Wien ist, sondern unter Inner City ist ein Codewort für Schwarze, für Viertel, wo viele Schwarze wohnen, wo es Probleme gibt und der Begriff Urban oder City ist ein Codewort gerade im Wahlkampf sehr oft schwarz und da wollt ihr Weißen nicht hin, das ist so problematische Sprache. Diese Inner City, das ist immer, wo es die Probleme gibt. Dann gibt es eben die Urban Areas und die Städte gelten einerseits immer als Problemzonen, hohe Verbrechensraten oder auch jetzt mittlerweile als spannend, als divers, als interessant. Das sind die Unis, da spielt sich das Leben, da sind viele Lokale, da wollen viele junge Leute sein. Und dadurch sind diese Inner Cities, da wohnen in diesen Städten entweder Minderheiten oder eher demokratische Wähler. Wenn man dann an den Rand dieser Inner Cities kommt, und die sind meistens in den USA, sind diese Cities recht klein. Also Pittsburgh hat 2 Millionen Einwohner, aber die City selber hat vielleicht 600.000. Kommt man dann in die sogenannten Suburbs. Das sind eigene Communities, die nicht mal zur Stadt gehören. Die haben ihre eigene Verwaltung, ihren eigenen Bürgermeister. Und dort wohnen eigentlich die Leute, die in der City arbeiten. Die pendeln dann immer hin und her. Und das sind so Gürtel von 20 Kilometern, 30 Kilometern Breite. Also das sind, wo die meisten Weißen, würde ich mal sagen, wohnen. Und da wohnen viele Professionals. Professionals sind die eine Fachausbildung haben, die eine Universitätsausbildung haben, also College-Ausbildung haben. Und die in der Vergangenheit republikanisch wählten, die aber seit 2-3 Zyklen verstärkt demokratisch wählten. Das sind nur, dass man sich das vorstellen kann, diese 20-30 Kilometer breiten Gürtel, das ist ja riesig. Richtig, ja. Das ist das, was wir uns so vorstellen unter dem typischen Amerika. Lauter Einfamilienhäuser, genau. Jeder hat einen gepflegten Garten, es steht eine amerikanische Fahne im Garten. Genau so ist es, oder? Jeder hat mindestens ein Auto. Richtig, aber dort gibt es auch zwei Gruppen. Da gibt es eine, wo gerade die Besiedlung dichter ist
wo es auch urbaner ist, wo es auch immer Nahversorgungszentren gibt, wo man mit dem Auto nicht eine halbe Stunde fährt, sondern auch gehen kann. Und das sind demokratische Gegenden. Und je weiter wir rauskommen, desto größer und breiter wird es. Da spricht man dann oft von den Ex-Urbs, also quasi den Teil, der an die Suburbs anhängt, Ex-Urb gesagt, bevor wir noch zum ländlichen Raum kommen. Und dort wohnen verstärkt die Republikaner. Weil nämlich, wenn wir nur von der Landbevölkerung sprechen, da gibt es nicht genug. Also mit denen würden Trump nicht gewinnen. Aber es ist diese Bevölkerung zwischen der wohlsituierten Vorstadt, die Anwälte und Ärzte und vielleicht Professoren und Lehrer und Professionals, und dann die unmittelbar daran anschließen, die aber jetzt nicht wirklich Landbevölkerung sind. Und dieser Teil ist ein Teil, den sich die Republikaner bemühen. Und da gibt's, und die sind kulturell viel konservativer, wollen ihre großen Häuser und haben auch größere Distanzen, sind etwas ärmer, wenn man weiter draußen wohnt, ist es billiger. Dadurch ist für sie die Distanz in die Stadt zum Arbeitsplatz länger. Die haben viel eher, da wohnen zum Beispiel viele oft Polizisten, da wohnen oft Beamte, also da wohnen Leute, die in der Stadt einen Job haben, aber die rausfahren, die jetzt nicht eine College-Ausbildung haben, vielleicht schon eine Fachausbildung, und das sind in der Summe schon viele. Das sind die kleinen Manager von irgendwelchen Firmen, von irgendwelchen Geschäften. Also das ist für Trump eine ganz wichtige Klientel, Männlein wie Weiblein. Und dann gibt es ja die Landbevölkerung, und die ist natürlich so immer traditionell konservativ, aber nicht sonderlich rechts, sondern einfach gottesfürchtig konservativ, Bauern, und die sind bei den Republikanern gut aufgehoben, weil die immer dafür sorgen, dass die ihre Subventionen bekommen. Verstehe ich es jetzt richtig? Man hat jetzt ja in den letzten Tagen, Wochen oft gehört, dort genau in diesen Suburbs, Vororten, wird die Wahl entschieden. Genau. Und das ist dann deswegen so, weil es dort schwieriger ist, die Leute auch anzusprechen, weil sie diverser sind, oder? Ja, es ist so, also die in der Stadt wählen die einen und die am Land wählen die anderen. Die einzigen, die jetzt in beide Richtungen Ausschlag sind, die in der Suburbs, weil sie von ihrer Einkommensstruktur, also wenn sie rein nach ihren Interessen wählen, müssten sie republikanisch wählen, weil die Republikaner natürlich schauen, dass sie ihre weniger Steuern zahlen und für Politik für diese Leute machen. Aber die Leute sind teilweise angewidert von Trump, vor allem die Frauen, oder haben eben spezielle Themen wie Gesundheit, die für sie gerade dort wichtig sind. Und daher sind die im Fluss jetzt. Und daher können beide Seiten die versuchen zu bekommen. Und Trump ist halt jemand, der die besonders vor den Kopf stoßt, das war die Vermutung. Und daher kann Biden mit seinem Wahlkampf auf, wir müssen wieder diesen sie, also Würde und die Seele Amerikas, das spricht die Leute an natürlich. Und Covid und die Erkrankung ist dort auch ein großes Thema, Gesundheit ist ein großes Thema, und da sind die Demokraten, haben die Demokraten ein Angebot zu machen. Jetzt würde ich dann noch gern auf eine andere Theorie oder eine Behauptung zurückkommen, die jetzt immer wieder aufgetaucht ist, nämlich die letzte Schlacht des weißen Amerika, so ja. War immer das, genau. Das Schlagwort. Also Trump versammelt die weißen Mittelschichtamerikaner, die klassisch mit Bibel, mit Waffe, konservativ ihr Leben entwerfen und die jetzt aufgrund des demografischen Wandels im Verschwinden sind. Genau. Was halten Sie von dieser Theorie? Ja, also nein, ich bin dem durchaus auch zugeneigt. Also man muss verstehen, nach dem zweiten Wahlsieg Obamas, dann brach bei den Republikanern die große Panik aus. Weil man den Wahlsieg Obamas schon so quasi als Zeichen an der Wand sah für die kommenden demografische Veränderungen, dass die Weißen eine Minderheit sind. Und da gab es damals eine Untersuchung, was die Republikaner machen sollten. Und da gab es eine Liste an Vorschlägen, das hieß die Autopsie, dass sich die Republikaner öffnen müssen. Sie dürfen nicht länger die Partei der alten weißen Männer sein, sie müssen bunter und so weiter werden. Und Trump hat damals gesagt, nein, das müssen sie nicht. Können mit der weißen, vor allem männlichen Bevölkerung einfach noch 2 bis 3 Wahlen gewinnen. Und zwar, wir müssen unsere Basis erweitern, aber wir erweitern sie in Richtung Arbeiterschicht. Wir erweitern sie nicht in Richtung Minorities und Immigranten oder Frauen oder Schwule, sondern wir erweitern sie in Richtung Arbeiterschicht. Und das war das Angebot Trumps, diese Leute anzusprechen. Und jetzt hat er eine Wahl damit gewonnen, vielleicht auch eine zweite. Und das ist genau der Punkt. Und diese Kulturthemen wie Waffen, Religion, das sind nicht Themen, die besonders virulent sind, weil sie eben nicht mehr
Volksthemen sind, sondern weil das Themen sind, die für eine immer schwächer werdende Bevölkerungsgruppe wichtig sind. Dadurch, wenn etwas nicht jedermann macht, sondern nur noch eine bestimmte Gruppe, wird es für die Identität stiften und dadurch wird es für die zentraler. Wir haben das Absurde, dass noch nie so wenig Amerikaner Waffen besetzen haben wie heute, aber ein riesiger Anteil dieser, aber noch nie so viele Waffen im Umlauf waren, aber dass wenige Leute diese vielen Waffen besitzen. Das heißt, es ist heute durchaus typisch, dass wenn ich in einer Stadt wohne, in einer Vorstadt, wo ich keine Waffe mehr habe, die Landbevölkerung hat es noch, dass es aber viele Waffen da gibt, die gut organisiert sind und dann natürlich mit den Geldern der National Rifle Association, also der Waffenlobby, dann auch die Wahlen unterstützen. Ja, ich sehe gerade jetzt, wir haben da so ein spannendes Gespräch geführt, aber jetzt ist unsere Sendezeit fast um. Wir haben jetzt sehr viele Fragen klären können, habe ich zumindest den Eindruck, viele bleiben noch offen. Das Wichtigste, was noch offen bleibt, ist das Wahlergebnis. Also hoffen wir, dass es nicht noch so lange dauert und hoffen wir, dass es doch in Amerika dann friedlich über die Bühne geht. Und dann werden wir schauen, wie sich dieser spannende Tag noch weiterentwickelt. Wir wollen uns bei Ihnen, Herr Heinisch, bedanken fürs Kommen und für Ihre Expertise. Sie sind ein sehr gefragter Kommentator. Sie werden nach einem Frühstart heute Nacht noch einen langen Tag vor sich haben und jetzt nach Wien reisen zum ORF. Ich wollte auch sagen, also für mich ist das erstmal meine Haus- und Hofzeitung. Ich glaube, das ist wichtig. Wir sind ja die Uni in Salzburg, dass wir da auch hier bei einem wichtigen Medium, das ja auch national präsent ist, vertreten sind. Also das ist schon wichtig und ich bin sehr gerne hier und schätze das auch sehr und habe auch vor der Expertise der Salzburger Nachrichten in diesen Belangen und in anderen Belangen einen großen Respekt und bin sehr, sehr gerne. Also das ist kein Opfer, sondern ein wirklich ein Vergnügen. Dann bedanken wir uns sehr. Wir wünschen Ihnen noch eine erholsame Zugfahrt, dass Sie wenigstens jetzt ein bisschen nachdenken können und vielleicht ein, zwei Kaffees trinken können. Super. Und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Dankeschön nochmal. Vielen Dank, liebe Zuseher und Zuseherinnen, dass Sie uns begleitet haben durch diesen Vormittag. Wenn Sie nachlesen möchten, was wir hier gesprochen haben, können Sie das morgen in der Printausgabe der Salzburger Nachrichten tun. Jetzt wünsche